Leute, wieder sind wir zurück mit FH 2020. Wir machen heute weiter mit dem Qualifying hier aus Österreich. Das Training lief wunderbar und jetzt müssen wir es auch mal am Samstag auf die Ketten bekommen. Hoffentlich mal mit einem positiven Ergebnis, sprich erste Reihe. Im Idealfall die Pole. Aber gucken wir mal, ob wir heute wieder ein bisschen was gerockt bekommen. Ja, so ein bisschen diesig ist es, aber es soll trocken bleiben. Oder uns hilft das Wetter so ein bisschen über eine gute Zeit. Zu der guten Zeit, so rum ist es richtig. So. Back on track. Und ich muss mal ganz kurz aus der Vorhang, bevor wir jetzt gleich rausgehen, obwohl wir können das ja in der Pause machen. Mal schauen, wie wir werden. Ja, es soll. Nur gesagt, mal gucken. Na, wir versuchen es einfach. Versuchen es einfach. Alles gut. Österreich 2. Nehmen wir mal rein. Und jetzt geht's raus auf die Strecke hier in Spielberg. In der Steiermark. In der schönen Steiermark. Ich war bis jetzt noch nicht da. Also weder an der Strecke noch in der Steiermark selber. Österreich, glaube ich, auch noch mal durchgefahren oder so. Aber das war's auch. Aber mal gucken. Was ja nicht was sich jetzt kann ja noch werden. So, auf jeden Fall gehen wir rein. 18 Minuten stehen an. Davon ist jetzt nach halbe Minute schon mal um. Und es sind nicht ganz die ersten. Da ist ein Williams weg, da ist ein Alpha weg. Also, mal gucken. Unser Ziel ist es ja hier heute mal endlich überhaupt mal eine Pole zu holen. Wie gesagt, dann Samstag einfach mal mit nach Hause zu nehmen. Positiv mit nach Hause zu nehmen. Ja, das fehlt uns momentan. Dritter in Australien, Dritter in Bahrain. Da konnten wir es dann am Ende noch rocken. Und dann der 12. Platz nur in Kanada, wo dann am Ende Platz 2 rausbringen. Hinter einem Teamkollegen, der momentan mit 64 zu 62 in der Fahrer-WM führen und dementsprechend und jetzt aktuell Weltmeister wäre. Aber wir wollen natürlich dieses Wochenende zurückschlagen. Und das ist die zweite Strecke, die ich mir so ein bisschen ausgeguckt habe. Ich bin in Ungarn nicht genau so ein, ne? Aber ich hoffe es einfach, dass wir es mitnehmen. So, wir sind auf der, wir sind schon wieder auf der Stadtziel. Also, jetzt sind wir letzte Woche jetzt auf der Stadtzielgerade. Und jetzt geht's gleich los, unsere schnellste Runde. 4,1 Kilometer lang hier in Österreich. Die ist nicht allzu lang, die Strecke. Zeiten von etwas mehr als knapp einer Minute. Mehr ist auch eine Minute. Ich weiß gar nicht, wahrscheinlich waren die allerschnellsten Pass unter einer Minute, aber ich bin mit der 1,4 oder 1,5, was wir da am Sonntag gefahren sind. Ja, war eigentlich ziemlich zufrieden. So, jetzt habe ich natürlich ein bisschen Probleme mit der Haarnadel, weil ich ein bisschen zu weit innen angefahren bin. Dementsprechend haben wir ordentlich Zeit liegen lassen, aber können wir es irgendwie trotzdem noch mitnehmen. Vor uns ist ein Auto. Die Frage ist, welches? Das ist ein McLaren. Das ist der orange Punkt, dementsprechend ist es, ja, mal gucken, der sollte eigentlich auch sogar auf der schnellen Runde sein, das ist ein Racing Point. Noch Racing Point, die werden ja dann umbenannt in Aston Martin, so erste Zeit von Luca, Nicolas Latifi, sollte eigentlich machbar sein für uns, den Williams zu packen. Momentan P19 nur, also Strecken müssen wir uns nochmal, aber wir haben noch keine Zeit, das ist halt. Und ich denke, die Latifi-Zeit sollte durchaus realistische Zeit sein, Giovinazzi ebenfalls. Der McLaren, der kriegt sich hin, aber wir haben es hinbekommen. 1 zu 5 zu 4. Sind sogar noch langsamer als im dritten Freitraining heute. Komm, bleib auf deiner Linie bitte. Carlos, Dankeschön. Weil ich will da mal eine Runde setzen. Das ist halt Sektor 1. Jetzt haben wir die Haarnadel, wo wir eben so ein bisschen unsere Probleme hatten. Nehmen wir natürlich jetzt super mit. Jetzt ist natürlich ein bisschen Verkehr auf der Strecke. Also, führender momentan von Vettel, Stroll und Leclerc. Das sind die ersten vier. Giovinazzi ist der 5. Um das Ganze zu vervollständigen. Ihr seht es ja gerade oben links noch ein bisschen. Und wir wollen noch mal was mitnehmen und holen uns jetzt noch mal eine Sekunde. Und mit ein bisschen Glück kriegen wir hier als Viererzeit sogar hin. Dazu muss aber jetzt erstmal die Runde passen. Dazu muss auch der Verkehr passen. Zweiter Sektor ist violett. Momentaner Vorsprung, halbe Sekunde. Kriegen wir es hin. Kriegen wir es übernommen. Komm. Ich fahre zwar mit dem Mann noch nicht was anderes mit Ziehen gemischt. Vor uns ist jetzt der Toni Giovinazzi, der aber in die Box geht und zwar rechtzeitig in die Box geht. Das heißt, der behindert uns jetzt nicht dramatisch. Die Windschatten vielleicht noch ein bisschen mitnehmen. Wir verlieren ein bisschen Zeit und kriegen es trotzdem hin. Also viel Luft hier neu. Erstmal den Samstag mitnehmen.
Das ist das Allerwichtigste. Das heißt, wir brechen jetzt hier ab, gehen in die Box rein. Natürlich nehme ich jetzt gerade ein bisschen zwei Autos nebeneinander. Das ist einmal Ocon und einmal ein McLaren. Ocon bricht die Runde ab. Natürlich ist das jetzt blöd für ihn. Ich lasse ihn jetzt mal ziehen. Komm. Oh, komm. Abflug. Gelb. Ja gut, ihr kann ich denken, oh, es ist gelb, ich muss das Auto runterbringen. Weil das Problem, ich behinderte, ich schütze die gelbe Flagge aus. Ich bin das momentan. Oh, Esteban Ocon. Ja, der ist bekannt für solche Manöver. Für durchaus mal kritische Manöver. Ich kann mich an einen Rennen... Ich kann mich an einen Rennen erinnern in Vietnam, wo er uns mal das Rennen ein bisschen zerstört hat. In F1 2019 war das. Da hat uns, glaube ich, in der letzten Kurve oder einer der letzten Kurven mal uns das Rennen nochmal in der Haarnadel nämlich. Hat er uns, ist er uns ins Auto gefahren, das Auto komplett weggedreht. Ich meine, damit sind wir, glaube ich, sogar noch Dritter geworden, weil er noch eine Strafe gekriegt hat. Zu Recht die Strafe bekommen hat. So, ab in die Box. Haben wir hier ein bisschen abgebrochen. So, da sind wir wieder und 12 Minuten haben wir noch. Wir haben die ersten 6 durch. Wir sind momentan Führender. Ne, doch, sind wir. Alles ist gut. Nichts Dramatisches. Alles ist gut. Ich dachte mir gerade, oh, wir sind nicht die Führenden, weil Lewis Hamilton da noch mal zurückgeschlagen hat. Aber ich werde mal, ich werde einen dritten Versuch setzen. Also ich werde hier, nicht jetzt 5 Minuten in der Garage nichts machen, sondern ich werde mir jetzt einfach noch einen Versuch setzen. Und dann habe ich doch mal einen Satz. Deswegen fahre ich auch die weichere Mischung, weil ich dann einfach einen Soft mehr habe auf der Strecke. Und habe zumindest noch was. Also, Verstappen steht momentan zurück. Der steht jetzt hinter uns. Ich würde jetzt gleich die Zeit. Ich habe die Zeit jetzt nicht verlieren. Beim Hamilton, den habe ich. Der ist 1.055 gefahren. Und hier wollen die noch natürlich heute die Pole haben. Fahrer hinter mir. Verstappen behind. Their best lap time is a 1 minute 5.5. Zeitgleich. Zeitgleich die Runde. Können wir hier in Österreich unsere erste Pole der Saison holen? Das ist halt die große Frage. Packen wir's. Ich bin da ziemlich guter Dinge momentan, dass es irgendwie machbar ist. Jetzt müssen wir es aber erstmal nach Hause holen. Deswegen versuche ich nochmal auf Soft zu setzen, um dann im letzten Versuch mit dem Nagel nochmal einem nagelneuen Soft-Satz zu kontern. Die KI fährt nämlich meistens nur einen Versuch. Die werden keinen zweiten Versuch packen. Dementsprechend fahre ich jetzt natürlich nochmal eine Runde. Und die Strecke ist eh kurz. Ah ja, es ist okay. So, warte, auf geht's. Jetzt ziehen wir an, jetzt wollen wir es nochmal. Bloß nicht so weit rauskommen, bloß keine ungültige Runde mitnehmen, weil dann ist nämlich die Runde zerstört. Jetzt nehmen wir so mit, aber wir haben ein bisschen was verloren am Anfang. Nicht idealfall durch die letzte Kurve gekommen. Jetzt haben wir ein bisschen Vorsprung, weil nehmen wir wieder. Also es ist knapp, es wechselt immer mal so ein bisschen. Ihr seht es ja oben angezeigt. 100, eine gute halbe Hundertstel haben wir jetzt Rückstand auf die eigene Bestzeit. Und ich will sie nochmal drücken. Ich will sie nochmal versuchen zu drücken. Die waren nämlich mit dem zweiten Satz gefahren. Nehmen wir sie mit. Jetzt haben wir ein bisschen Vorsprung rausgeholt. Jetzt haben wir die nicht ideal getroffen, die Haarnadel, aber wir haben sie getroffen. Bester Sektor 2. Wenn wir so im ersten bisschen verloren haben, jetzt haben wir wieder ein bisschen was ausgebaut. Kriegen wir sie nochmal. Wir haben nochmal erstmal den Vorsprung verdoppelt. Jetzt sehen die Zitzen 2 Kurven. Eine noch, komm.
Und nehmen wir mit eine halbe Sekunde mit oder so. Nee, das haben wir ein bisschen verloren, sind ins Gras gekommen. Aber 1-0-4-4. Nochmal Druck auf die Konkurrenz aufgebaut. Nochmal ein bisschen Druck auf die Konkurrenz. Nochmal eine gute halbe Sekunde draufgelegt. 1-0-5-5 hat momentan der hat unser haben unsere beiden hinter uns, unsere beiden Jungs. Könnten hier heute die erste Probe nehmen. Also wir sind 1,1 Sekunden. Das muss es eigentlich sein. 8 Minuten 18 noch. Haben wir noch. Also, so 8 Minuten, aber wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich fahre mal jetzt mit. Ich wollte mich, wie gesagt, den zweiten Versuch nochmal packen, um nochmal Druck aufzubauen auf die Jungs da unten. Ich will diese Pole haben. Ich will diese im vierten Rennen. Die erste Pole gerade mal nur. Und das ist wahrscheinlich wohl zu funktionieren. Aber auch Verstappen, der steckt ein bisschen zurück gerade so gegen Lewis, aber es ist ja noch nicht vorbei. So, ab in die Box. 80 ist hier erlaubt. Das ist das Rennen gar nicht mal so unwichtig. So far, our fastest lap is a 1:04.4. So, also 1:04.4 sind wir momentan gefahren. Die Frage ist, können wir nochmal zurückschlagen oder können wir nochmal was machen? Verstappen mit einem Zweiter. Also 5:05, genauso wie Lewis Hamilton. Vettel 1:05.7, Rettel 1:05.8, Sergio Perez 1:05.9 und dann kommt Leclerc erst mit 1:06.1. Ja, momentan sind es noch 5 Minuten 50 Sekunden, also. Ja, wir haben schon 3 Versuche gesetzt, natürlich werden wir ein bisschen mehr setzen als alle anderen da hinter uns. In the speed trap, 328.6 kilometers per hour. So, auf geht's. Geht's gleich weiter. Wir haben noch 5 Minuten. Ja, ich denke mal, ein Minütchen vielleicht noch. Dann werden wir noch mal raus müssen. Oder rausfahren. Und Vettel legt jetzt gerade noch mal nach. 1:05.5. Hängt sich da mit in den Club. Verbessert sich jetzt noch mal so ein bisschen. Hätte fast die Hamilton-Zeit geschlagen, ne? Ist gerade das richtig? Also knapp ist er dran. 1:05.591, Hamilton 5:66, Verstappen 5:06. Gut, wir sind jetzt eine gute. Wir haben jetzt einen ordentlichen Vorsprung von der Sekunde. Ich denke mal, das sollte es durchaus sein. Wenn da jetzt nicht mehr so dramatisch viel passiert und ich will mit dem Soft nochmal einsetzen. Checks complete. All personnel be aware, we have a car leaving. Back on track. Auf geht's. Kann Lewis Hamilton als Zweiter zurückschlagen. Und vielleicht den Silber der Williams noch. Gut, dass wir noch da rechtzeitig durchkamen. So, 4 Minuten haben wir noch. Und dann wissen wir, wer es mal gemacht hat.
Kurz gelb. Klar, das Gelb ist aber auch nur durch mich ausgelöst, weil ich ein bisschen Piano mache teilweise. Ich will die Reifen nicht abnutzen. Ja, Vettel ist so ein bisschen die Überraschung da vorne mit Platz 4. Der Ferrari scheint hier so ein bisschen besser zu funktionieren, ne? Aber gucken, wie gesagt. Und Verstappen versalzt uns gerade so ein bisschen die silberne erste Reihe. Aber wie gesagt, es ist ja noch ein bisschen was Zeit. 3 Minuten 20 haben wir noch. Und ich werde natürlich jetzt auch nur eine Runde versuchen zu setzen auf diesem Reifensatz, weil ich so neu wie möglich in die und keinen Nachteil haben will. So neu wie möglich neue Reifen wie möglich haben will und keinen Nachteil haben will. So ist es richtig. So, da wird jetzt kein Auto mehr rausgeschickt, das ist das Gute. Das heißt, wir haben ein bisschen freie Bahn. Nimm's mit. Ein bisschen Vorsprung raus, wenn wir rausholen. Und verlieren. Oder? Doch, sorry, man, ist es immer besser geworden. So, ich breche jetzt hier natürlich ab, aber der Alpha da vorne eben Weg stehen würde, aber wir hätten nochmal einen Satz geschafft. Ich weiß natürlich ein bisschen den Reifensatz. Es hat über sich gereicht, um nochmal eine Bestzeit zu setzen. 1:04:40 ist momentan das Gefühlste aller Dinge. Das höchste der Gefühle. 1:20 noch. Wir werden das Auto jetzt in die Box stellen und dann werden wir wissen, wer es hat und dann hoffentlich über unsere allererste Pole der neuen Saison freuen. Oder kann es auch nochmal jemand zurückschlagen? Hinter uns ist jetzt der Teamkollege, hinter uns ist jetzt Lewis. Den lasse ich jetzt mal gerade so ein bisschen fahren. Und er bricht ab. Er bricht ab. Und damit ist Max Zweiter. Rain is forecast in just over 10 minutes time. Rain in 10 minutes. Ich wollte nur noch ziehen lassen. So, ab in die Box, damit war es das. Ich glaube, das könnte jetzt Albon gewesen sein oder fast aber es war ein Red Bull. So. We're expecting rain in around 10 to 15. Und damit ist die Zeit auch abgelaufen. Und damit wissen wir gleich, wer auch die Pole hat. Ist das unsere erste oder versaut uns wieder jemand so gerade noch den nächsten Versuch, den Versuch? Mit dem Ende des Qualifyings werfen wir, nee, wir haben's geschafft. Unsere Top 3. Richards, Hamilton und Max Verstappen. Damit ist das Qualifying beendet, aber seien Sie unbesorgt, wir sind schon morgen zurück mit dem eigentlichen großen Preis. Das Gute ist, dass der Lewis nochmal zurückgeschlagen hat. Der hat tatsächlich noch einen zweiten Versuch gesetzt. Weil wir eigentlich eben mit dem ersten Versuch jetzt versaut haben, hat er nochmal nachgesetzt und damit hat es funktioniert und damit ist er diese Zeit gefahren. Also 1:05:0 ist er ja gefahren und damit haben wir es geschafft. Wir haben eine silberne erste Reihe, wir haben unsere erste Pole in der Saison. Der größte Rivale steht auch nur auf 3. Der zweite Red Bull übrigens nur auf 10. Ja, mal gucken.
So. Fahrer Level 8. Und dann haben wir es, liebe Leute. Dann können wir unbesorgt ins erste Rennen, Rennen der Saison gehen, ins vierte insgesamt. Dann haben wir bald Halbzeit schon. Ich glaube, da noch ein bisschen ins Ungarn kommen, alles. Ungarn, Belgien, Italien, Russland und dann müsste eigentlich Brasilien das Finale sein. Aber, oder kommt da noch was dazwischen? Ich weiß gerade noch nicht auf Anhieb. Wie gesagt, das müsste noch Ungarn, Belgien, Italien, Russland, Brasilien. Da fehlt noch ein Rennen irgendwo mit drin. Ich komme Mexiko noch, aber es kann weiß es gerade nicht aus, wenn nicht. Okay, ich so. Das nennt sich wohl erfolgreiches Qualifying. Damit haben wir im Rennen eine gute Chance. Genau, so ist es. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Morgen um 14 Uhr, wenn ihr Bock habt. Und dann schauen wir uns das Rennen an. Können wir hier unseren nächsten Sieg holen und zurückschlagen im Kampf um die WM-Krone hier in der NFL 2020. Wir sehen uns dann wieder. Und ja, ich freue mich dann, wenn ihr morgen um 14 Uhr wieder mit dabei seid. Bis dahin und tschüss.